I have returned from Midgard, Allfather. Indeed you have. What have you to report? Before I do, Allfather, there is something I must ask you. Be brief. The salvation of the world you've spoken of. Do you intend to return this world to nothingness and to move on to another? Please, Allfather, do you intend to destroy all those who remain in this realm? What are you saying? It seems Fenrir's lies have clouded your senses. Allfather, the Valkyrie is worried. You cannot blame her for her curiosity. How are you so easily deceived? Everything coming out of that thing's mouth is a lie. Then may we implore your patience once more for an explanation? No. You are to slay Fenrir without delay. Then it is true. What? I have fought, Allfather, to save this world, believing it to be the sole reason for my existence. But all of it was a lie. My mission to save the world, my memories, my very existence. Every piece of it. So you remember. My soul is mine, and mine alone. And speaking for those souls you have tormented, I say this. We are not your puppets. It seems you were yet another failure. Enough. Anheria, it is time to remember your true master. My head! Christopher! Ah! Valkyrie! Taika! Slay the Valkyrie. By your command, Allfather. We shall obey. Cypher! Egon! No! No! Do not give in to his will. Defiled soul, you shall be... Spass ein Arsch! Okay, der ist aber nicht so tanky, wie es aussieht. Aua, aber man macht gut Schaden. Au, hörst du? Uff, Mann! Junge! Das kriegst du erst zu spüren, Egon! Wir müssen die wahrscheinlich jetzt alle wieder zurückverwandeln. So, er ist gehemmt, er kann nichts mehr machen und ich glaube, dann haben wir es jetzt. Mal den ersten, komm her. Du bist down. Jawohl, ist er. So, wer kommt als nächstes? Aua! Cypher, du Arsch! Hör auf zu blocken! Block dich gleich, Cypher! Au! Nein, ich hab keine Künste mehr! Verdammt! Hörst du auf zu blocken? Ey, warum kommst du her?
Guck mal, ich glaube, gegen ihn ist Magie besser. Ah, er hat eine Waffenschwäche gegen den Degen. Das ist schön. Ha, das war's. Christopher! Er hat eine Blitzschwäche, okay. Aber war gerade keine Magie dafür. Aber brauche ich anscheinend auch gar nicht. Mann, hör auf auszuweichen. Au. Okay. Ey, wie die einfach meinen Angriff blockt. Hörst du auf zu blocken? Und andauernd auszuweichen, die nervt. Du bist auf jeden Fall die schwerste bisher, muss ich zugeben. Und wir haben die gleich. Au. Gott, ich baue meine Künste. Geht nicht. Geht einfach nicht anders. So, besiegt. Komm, nur noch Taika. Dann haben wir's. Nein. Nicht Magie verschwenden. Komm mal, ich will mal die andere Waffe nutzen. Wenn man mich lässt. Hör auf. Ja, Waffenschwäche. Ey, der Attacke stalkt mich. Ich meine, sie ist eine Magierin. Die sind meistens gegen Schwerter schwach. Na, ich hab aber auch keine Künste-Elixier mehr. Das ist natürlich jetzt blöd. Und es baut halt auch einfach nicht auf. Ach, das war's. Was hast du jetzt, Odin? I am fond of you as any creator would be towards their creation. And for that, I shall not make you suffer. You shall not touch her. You shall have to go through us. How are you still alive? Isn't that interesting? I guess there are some things even the omniscient All-Father doesn't understand. You underestimate humanity. Your control was sloppy. You dare challenge your own creator? I do. And on my own terms. What fools you are. Oh yeah. Ow. Christopher, show them your stuff. It's time to wreak some havoc.
So ist das natürlich. Ich habe absolut nichts mehr bald. Aber zum Glück bin ich noch voll. Er hat aber eine Waffenschwäche gegen mein Schwert hier. Das ist schön. Au! Wir müssen mal ein bisschen Abstand halten. Aua. Er hat eine Waffenschwäche, das ist gut. Das hat mir mal mehr Schaden hiermit. Was ist das denn für ein Broken Angriff? Aua. Alter, man sieht ja einfach nichts. Er müsste gleich gehemmt sein, komm. Jawohl. Jetzt können wir ihm Schaden drücken. Ohne Ende. Er kann sich nicht wehren. Du alter Sackgesicht. Das ist für alles, was du uns angetan hast. Spüre die Rache der Walküre. Du bist schon fast Geschichte. Au. Alter. Alter, er geht gerade ein bisschen viel auf der Karte ab. Nicht weglaufen, du alter Sackgesicht. Du stirbst jetzt, ja? Du hast nicht mehr lang. Auch ein Gott ist nicht unbedingt immer unsterblich. Wie Dragon Ball es uns gezeigt hat. Oder God of War. Auch Götter sind besiegbar. Autsch. Und besiegt. How can such a puny god wield so much? You are not the first god to be so dismayed. You lose, Odin. My mission as All-Father is over. This world will soon wither, as will you all. Something even Fenrir knows not. What do you mean? The world has been reborn. Countless cycles of decay and renewal. The waning of the realm marks the end of Yggdrasil and of life itself. That is Ragnarok. The ceaseless, perpetual destruction of the world. Without a new world to replace the old, everything will perish into nothing. That can't... You are a fool, Valkyrie. You are now the destroyer of the world. This was a story how to end. Forever lost. This is your doing.
If Odin spoke the truth, then this world will eventually perish. Do you regret what you've done? I do not. But at the same time, I cannot be certain that it was right. Then we should really think about our next move. What will you do now? Valkyrie? I intend to keep an eye on Fenrir and help the people of Midgard. With all due respect, Valkyrie, perhaps assuring a certain young man of your safety should be your priority right now. But I couldn't. What with... You're still stuck thinking like a Valkyrie. We fought all this time to save the world. I think it's only right for you to do something for yourself now. A little respite will do no harm. Go. See him. Thank you. All of you. Well, after everything, we are still here. We may as well see it through to the end, at her side. Okay, das war's also. Diesmal mit einem würdigen Finale. Aber wie Ash ja schon gesagt hat, es gibt theoretisch noch zwei weitere Enden. Eins eben ohne mit Dings zu reden. Und eins, wo wir alle 8 bzw. 9 Hohlblüten haben müssen, um das wahre Ende freizuschalten. Das andere, eine Ende da, also das erste, in Anführungsstrichen, normale Ende, werde ich wahrscheinlich lassen. Oder ich weiß es nicht, ob ich das auch noch zeigen werde. Mal gucken. Das wahre Ende, ja, werden wir uns vielleicht noch angucken. Mal gucken, wie viel Zeit und Lust ich darauf habe. Und dann, ja, werden wir es auch noch machen. Valkyrie Elysium, ja, was soll ich sagen? Es war für mich eigentlich ein Überraschungsspiel. Ich habe es eigentlich, ja, so halb im Auge gehabt. Ich habe ein paar Trailer gesehen und ein paar Bilder und so und gedacht, ja, sieht eigentlich ganz interessant aus. Ich hol's mir einfach mal. Und mache ein, ja, Projekt daraus. Hätte natürlich auch sein können, dass ich irgendwann gesagt hätte, nö, kein Bock mehr. Ich habe es ja im ersten Part schon gesagt, dass ich eventuell, ja, das Spiel... ja, nur anspiele, je nachdem, wie es mir eben gefällt und nicht. Jetzt seht ihr es, ich habe es durchgespielt. Sprich, so schlecht kann es in meinen Augen nicht gewesen sein. Und ja, es ist tatsächlich ganz gut. Es ist kein Meisterwerk, würde ich behaupten, aber man kann es auf jeden Fall, wenn man auf diese Art Spiele steht, empfehlen. Ganz am Anfang, muss ich sagen, fand ich die Valkyrie ja noch recht unsympathisch, aber sie hat sich gemacht mit der Zeit. Das auf jeden Fall. Gerade zum Ende hat man ja gesehen, dass sie auch einen eigenen Willen gezeigt hat. Und so. Das war auf jeden Fall schon mal, also es hat auf jeden Fall eine Charakterentwicklung gezeigt. Das ist schon mal gut. In Heria waren alle 4 eigentlich auch ganz sympathisch. Haben dem Ganzen nochmal etwas, ja, mehr Tiefe gegeben.
Mein größtes Problem mit dem Spiel ist die Gegnerhorden. Das habe ich ja schon gefühlt jedem Part gesagt, dass ich davon kein Fan war. Man hätte es vielleicht sein lassen können, 1000 Gegner in alle 5 Minuten oder alle 5 Meter einem aufs Halt zu hetzen. Dann wäre es vielleicht noch mal ein bisschen besser, aber naja. Es ist, wie es ist, ne? Die Sidequests, ja. Sie sind vorhanden. Sind jetzt aber größtenteils irgendwie, ich weiß nicht. Sie existieren. Sind schnell gemacht. Ich hab's ja gesehen, teilweise, 5 Minuten vielleicht. 5 bis 10 Minuten pro Sidequest und das war's. Und größtenteils bestand ja auch nur darin, kill 1000 Gegner. Und find irgendein Item. Wow. Also, hätte man sie vielleicht ein bisschen mehr einfallen lassen können. Synchronstimmen, ich hab's jetzt nur auf Englisch gespielt natürlich. Die finde ich eigentlich ganz solide. Ich habe hier und da vielleicht ein paar, die ich jetzt nicht so mega knorke fand. Muss sagen, von Fenrir, ich finde sie nicht so gut. Aber ansonsten kann ich mich eigentlich nicht beschweren. Grafisch, ja. Es hätte so auf der PS4 rauskommen können. Es kam ja auch auf der PS4 mit raus. Kommt ja auf PS4 und PS5, aber... ich sehe auf der PS5 jetzt nicht wirklich eine Grafik, die auf der PS4 nicht möglich gewesen wäre. Also eventuell hätte sie da noch ein bisschen mehr rausholen können. Ich meine, ich will jetzt nicht sagen, das Spiel sieht scheiße aus oder so. Nein. Es sieht durchaus gut aus. Aber verglichen mit anderen Spielen... Ich meine, vergleich es mal mit Rise of Forbidden West. Zum Beispiel. Da finde ich doch, Horizon sieht deutlich besser aus. Aber naja. Es ist auf jeden Fall ein gutes Spiel. Ich glaube, es hat aber keinen guten Score bekommen. Ich glaube, gerade mal irgendwas unter 70. Ob ich denen zustimmen würde, weiß ich nicht. Die Story fand ich an sich sogar ganz gut. Ist jetzt auch kein Meisterwerk, was die Story angeht. Keine Frage, aber... ja, ich fand's so gut. Die verschiedenen Enden, gerade nochmal das Ende hier, wenn man mit Amal redet. War auf jeden Fall eine schöne Stelle, muss ich zugeben. Und ich hab's gewusst, ja. Ich hab's erahnt, dass die beiden eine Verbindung haben. Spätestens dann, wo es eben... gesagt wurde, dass wir mal, also dass ja, wir mal ein Mensch waren und einmal ein Mädchen sucht, eine Frau. Die Dämmerung des Allvaters. Ja, so heißt dieses Ende. Ja. Okay. Wo speichern wir denn jetzt einfach mal? Nee, da oben nicht. Irgendwas wollte ich noch sagen. Ich glaube, irgendwas zur Dingens hier, ne? Speichern wir mal hier drüber. Den Soundtrack wollte ich noch erwähnen. Der hat durchaus auch was in sich. Also der ist, klingt eigentlich auch gut schön. Aber das muss man sagen, ist bei Square Enix Spielen, der Publisher ist, eigentlich meistens so. Also der Soundtrack ist bei den Spielen eigentlich immer ganz schön. Haben wir jetzt eigentlich hier... nee. Zeigt nur, dass hier durchgespielt wurde. Okay. Ja, wir sehen es hier. 14,5 Stunden. Wenn man noch alles Highquest macht, wenn man alles macht vom Spiel, wird man wahrscheinlich schon an die 20 Stunden kommen können. Das ist okay. Würde ich mal sagen. Und wie gesagt, man hat ja noch weitere Enden, die man freischalten kann. Das wahre Ende zum Beispiel auch noch. Wo ich noch gucken muss, ob ich das auch noch zeigen werde oder nicht. Da
Da muss ich noch die ganzen grünen Blüten da suchen und dann, ja, nochmal durch das ganze Gedöns hier durch. Naja, mal gucken, ob ich das machen werde. Wir werden sehen. Ansonsten, sollte es nicht mehr kommen, war es das mit diesem Projekt. Ich hoffe, dieses Video und natürlich auch das komplette Projekt hat euch gefallen. Da das Video hier fast 50 Minuten lang ist, werde ich es wahrscheinlich irgendwo halbieren müssen. Weil ich will keinen 50-Minuten-Part haben, muss ich ehrlich sagen. Aber mal schauen. Ja, sollte es euch gefallen haben, lasst doch gerne nochmal ein wenig Feedback da, positiv oder negativ, bleibt euch belassen. Gerne mit einer kleinen Begründung, was gefallen hat, was nicht. Und ja, wie gesagt, sollte es nochmal das wahre Ende geben, dann sehen wir uns beim nächsten Mal nochmal wieder. Wenn nicht, würde ich mich freuen, wenn ihr bei einem anderen Projekt auch nochmal reingucken würdet. Gibt ja auch ein bisschen Auswahl mittlerweile hier, ne? Ja, wie gesagt, das war's. Und ja, see you next time. Oder nächstes Video oder was auch immer noch. Ciao, ciao, Leute.